Gott ist so gut, ihr Lieben. Schön, dass du da bist und wir zusammen schon diesen wunderbaren Gott angebetet haben, ihm die Ehre gegeben haben. Und ich habe heute so ein Thema für uns: Pflege eine Liebesbeziehung zum Vater im Himmel. Ja, das ist es so, das Vaterherz zu entdecken, den himmlischen Vater zu begreifen. Und je mehr wir das können, umso mehr können wir ihn auch lieben lernen. So ist es auch so wichtig, dass wir einfach sehen, wie der himmlische Vater uns in der Bibel vorgestellt wird, wie er uns von Jesus vorgestellt wird. Und dann haben wir schon mal ein sehr gutes Bild, damit wir ihn auch in der rechten Weise anbeten können. Ein schönes Gebet, das ich einfach mal an Anfang stellen will, dass wir so von Herzen auch beten dürfen, ist: Himmlischer Vater, geh durch mein Haus, nimm alle Sorgen, Krankheiten und Traurigkeit weg. Bitte wache über meine Familie und Freunde und heile sie. Bring Ruhe, wo Chaos ist. Bringe Licht dorthin, wo Dunkelheit ist. Und lege Liebe in unsere Herzen. Amen. Ja, das mal zu Anfang. Wir dürfen einfach von Jesus lernen. Jesus ist uns so ein großes Vorbild, wie er diese Liebesbeziehung zum Vater gelebt hat. Wenn wir die Bibel aufmerksam lesen, auch die Evangelien, dann lesen wir das öfters. Jesus ging oft an einsame Orte, um den Vater zu suchen, um Gemeinschaft mit ihm zu haben, um in Verbindung zu sein, um sich Richtung abzuholen. Ja? So heißt es auch hier in Markus 1,35. Und am Morgen, noch vor Tage, stand er auf und ging hinaus und er ging an eine einsame Stätte und betete dort. Ja? Er suchte immer wieder die Gemeinschaft des Vaters. Er suchte immer die Gegenwart des Vaters. Und so dürfen wir auch so immer zu ihm kommen, uns Zeiten einräumen, wo wir Gemeinschaft haben zu unserem himmlischen Vater. Und das ist ganz wertvoll, wenn wir das entdecken. Wir werden dort gefüllt. Ja, wir haben diese Woche Christi Himmelfahrt gefeiert, ja. Dieser Christi Himmelfahrtstag, wo Jesus eigentlich, wo wir feiern, dass Jesus zu seinem Vater heimging, ja, das ist uns so richtig bewusst und das ist so wunderbar, wenn wir das auch begreifen. Jesus ging zum Vater heim. Und das steht in Apostelgeschichte 1, 9 bis 11, ja, damit wir auch diese Himmelfahrt richtig mal wieder uns darüber Gedanken machen. Ja, in 1 Vers 8 heißt es ja, da sagt es zu den Jüngern, bevor er in den Himmel fuhr, ja, wartet, bis ihr angetan werdet mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und dann werdet ihr meine Zeugen sein. In Jerusalem, in Judäa, in Samarien und in der ganzen Welt. Ja, diese Ausrüstung des Heiligen Geistes. Und dann wird diese Himmelfahrt beschrieben, ab Vers 9, Apostelgeschichte 1. Nachdem Jesus das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Dann hüllte ihn eine Wolke ein und sie sahen ihn nicht mehr. Während sie noch gebannt zum Himmel hinaufblickten, dorthin, wo Jesus verschwunden war, standen mit einem Mal zwei Männer in leuchtenden weißen Gewändern bei ihnen. Ja? Gott hat zwei Engel gesandt, die da dabei standen. Ja? Und diese Engel gaben ihnen eine Botschaft. Ihr Männer von Galiläa, sagten sie, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel hinauf? Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel genommen worden ist, wird wiederkommen, und zwar auf dieselbe Weise, wie ihr ihn habt gehen sehen. Ja, das ist auch so das, was wir drin haben können. Jesus wurde aufgenommen in die Wolken, ja, und da waren viele Jünger da. Da waren nicht nur die 12, da waren ganz viele da. Die Bibel spricht ja von 72 und 400 Jüngern, die es damals gab. Und ich denke, da waren viele versammelt, die diese Himmelfahrt miterleben durften.
Aber genauso sagten die Engel, wird er wiederkommen. Er wird wiederkommen und er wird einfach nicht mehr kommen als Retter, sondern als Richter auch, ja. Und er wird sein Friedensreich hier auf Erden aufbauen. Und so dürfen wir begreifen, ja, Jesu Himmelfahrt ist in Wahrheit der Vatertag. Deswegen auch Vatertag, man feiert Vatertag, ja. Ich bin auch ein Vater von 4 Kindern, ja, und ein Großvater von 4 Enkeln, ja, habe 3 Schwiegersöhne und da habe ich auch diesen Vatertag, feiere ich immer und ich bin so dankbar auch in meinem Herzen für meine Familie, die Gott mir anvertraut hat. Und das ist so Gnade, wenn ich sehe, wie sie auch an Gott glauben und mit ihm gehen, dann ist das so eine Freude und dann ist mein Herz so erfüllt mit Dankbarkeit. Ja, und dieser Vatertag, den dürfen wir aber auch feiern, weil Jesus zum Papa heimging, ja. Jesu Himmelfahrt ist in Wahrheit der Vatertag, denn er kehrt zurück zu seinem Vater im Himmel und seine Herrschaft über alle Mächte anzutreten, ja. Er hat es vollbracht am Kreuz von Golgatha. Er hat den Sieg errungen. Er hat sich hochgekämpft ans Kreuz. Ja, was andere als Niederlage sehen, ist für Jesus ein Riesensieg und für den Vater und für alle Menschen ein Riesensieg. Ja, und jetzt tretet er die Herrschaft an bei seinem Vater. Ja, er sitzt zur Rechten des Vaters und dort ist er nicht untätig. Er baut uns auch eine Wohnung und er betet, dass wir Glauben halten und dass wir dranbleiben und nicht aufgeben. Darum will ich uns mal die Frage stellen, bekommst du eine Wohnung beim himmlischen Vater? Willst du deine Wohnung? Ist das deine Heimat? Bist du hier nur auf der Durchreise? Erwartest du diese himmlische Wohnung, die wunderbar sein wird? Wenn wir unseren Blick mehr auf den Himmel richten, dann können wir auch den himmlischen Vater besser lieben. Jesus sagt uns ja Interessantes in Johannes 14, 1 bis 3, 1 bis 5. Ich lese uns das mal im Zusammenhang. Seid nicht bestürzt und habt keine Angst. Egal, ob Corona ist, ob Kriege und Kriegsgeschrei in der Welt sind, wie jetzt in Israel wieder die Bomben fliegen, jeden Tag. Jesus sagt ja schon, wundert euch nicht, es muss so sein. Ja? Und das ist es einfach. Seid nicht bestürzt und habt keine Angst, ermutigte Jesus seine Jünger. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Denn im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Sonst hätte ich euch nicht gesagt, ich gehe hin, um dort alles für euch vorzubereiten. Jesus baut dir eine Wohnung. Er bereitet das vor. Ja, wenn man so sieht, ist Jesus auch ein Architekt. Er kennt dich, was dir gefällt. Und er wird dir eine Wohnung bereiten, die dir gefällt. Ja? Und ich träume mir manchmal so Bilder, dass ich mal ein Pferd bekomme von Jesus. Dass ich einmal auch mal mit ihm Gemeinschaft haben werde. Und dass ich auch mal mit Jesus ausreiten werde. Ja? Das ist so mein Traum, ja? Man darf träumen, oder? Man darf schon sich den Himmel ein bisschen aufmalen, wenn man sieht, wie er uns beschrieben wird in Offenbarung, das neue Jerusalem, ja, die goldene Stadt. Das wird einfach wunderbar sein. Denn im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Sonst hätte ich euch nicht gesagt, ich gehe hin, um dort alles für euch vorzubereiten. Und wenn alles bereitet ist, werde ich zurückkommen, um euch zu mir zu holen, ja, diese Wiederkunft, so wird er wiederkommen, ja, und dann wird er die Seinen zu sich holen, dann werdet auch ihr dort sein, wo ich bin. Nein, Herr, widersprach ihm Thomas, wir wissen nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin finden? Wie gut, dass Thomas diese Frage stellte, ja. Der Thomas, man nennt ihn auch ungläubigen Thomas, aber der war gar nicht so ungläubig, ja. Aber er war besonders und Jesus ging auch auf ihn ein. Und dadurch finden wir diese wunderbare Antwort. Wenn der Thomas diese Frage nicht gestellt hätte, dann hätte vielleicht diese wunderbare Antwort nicht in unserer Bibel gestanden, ja. Jesus antwortete, ich bin der Weg,
ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Also, da gibt es keinen anderen Weg zu Gott, ja? Wir müssen den Weg Jesus wählen. Es gibt keinen anderen Weg. Gott, der Vater, sandte uns seinen Sohn. Und er ist der Weg, er ist die Wahrheit und er ist das Leben. Und er schenkt uns auch ewiges Leben. Wenn ihr mich wirklich kennt, werdet ihr auch meinen Vater kennen. Ja, ihr kennt ihn. Und schon jetzt habt ihn bereits gesehen. Und habt ihn bereits gesehen. Jesus bezeichnete sich selbst als das Vaterbild. Ja, wenn er Jesus sieht, wer mich sieht, sieht den Vater. Ja, das ist so wichtig. Jesus ist auch wie der Vater. Und wenn wir dieses Bild erkennen, wenn wir Jesu Charakter, von ihm wissen wir ja mehr wie vom Vater. Er hat gelebt hier auf Erden, ja. Aber er hat uns den Vater transparent gemacht. Da bat Philippus: Herr, zeig uns den Vater, dann sind wir zufrieden. Zeig uns doch den Vater. Und dann Jesus entgegnete ihm, war schon ein bisschen enttäuscht über diese Frage, ja. Ich bin nun schon so lange bei euch und du kennst mich noch immer nicht, Philippus. Wer mich gesehen hat, der hat auch den Vater gesehen. Wie also kannst du bitten, zeig uns den Vater, ja. Jesus war es ein großes Anliegen, zu zeigen, wie der Vater ist und welche Liebe der Vater zu uns hat. Ja, diese Vaterliebe ist unbeschreiblich groß. Und wir lesen auch im hohepriesterlichen Gebet ein Vers oder zwei, Johannes 17, 21, 22 und 23, auf dass sie alle eins seien. Dieses Gebet nach Einheit ist Jesus so groß und so wichtig. Er möchte, dass alle Christen eins sind. Eines Sinnens, eines Trachtens, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir. Auf dass sie in uns eins seien. Auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Jesus wiederholt das und es ist ihm ein großes Anliegen. Ja? Wir sollen ja auch die Einheit im Geist wahren, wie es in Epheser 4, Vers 2 heißt, 4, Vers 2 und 3. Dass wir die Einheit im Geist mit allem Fleiß wahren, so wie es Jesus ein Anliegen ist. Ja? Also diese Vaterbeziehung, so zu leben wie Jesus, heißt nicht zuerst dasselbe zu tun wie er, sondern aus derselben Quelle zu leben wie er. Jesus war immer verbunden mit seinem Vater. Er nahm sich Richtung ab, er nahm sich Weisung ab, was er tun soll. Wenn ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe, was der Vater ihm zeigt. Und diese Vaterbeziehung, die ist so stark, die ist so groß und so schön. Jesus ist im Vater und der Vater ist in ihm. Da gibt es kein bisschen Neid, da gibt es keine Eifersucht, da ist Liebe pur. Da passt nichts dazwischen, ja, zwischen Vater, Sohn und Heiliger Geist. Jesus gibt dem Vater die Ehre, der Vater gibt seinem Sohn die Ehre. Dies ist mein geliebter Sohn, sagt er bei der Taufe Jesu, ja, an dem ich wohlgefallen habe. Ja, und der Heilige Geist gibt Jesus die Ehre und gibt dem Vater die Ehre. Und Jesus gibt dem Heiligen Geist die Ehre, ja, indem er sagt, er erinnert euch alles. Ja, er führt euch in die Tiefe der Gottheit und erinnert euch alles, was ich euch gelehrt habe. Er hält den Glauben in uns lebendig, darum dieser dreieinige Gott. Und da sagt Jesus etwas Gewaltiges, ja, in Vers 12. Ich sage euch die Wahrheit, wer an mich glaubt, wird die gleichen Taten vollbringen wie ich. Ja, sogar noch größere, denn ich gehe zum Vater. Ja? Jesus hat ja auch nicht über ein ganzes Leben, das vielleicht 60, 70 Jahre ist, gewirkt. Er hat nur ein paar Jahre richtig intensiv gewirkt. Ja? Seinen Dienst angetreten mit 30 rum. Ja? Er wurde vorher noch zugerüstet in seinem Lebensweg zu diesem Dienst.
Und dann hat er 3 Jahre mächtig gewirkt und er hat Kranke geheilt, er hat allen geholfen, er hat allen Gutes mitgeteilt, hat ihnen Ratschläge gegeben und hat ihnen den himmlischen Vater gezeigt. Warum ihr dann in meinem Namen bitten werdet, das werde ich tun, damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters sichtbar wird. Die Herrlichkeit des Vaters soll auch durch uns sichtbar werden, indem wir ihm glauben, indem wir ihm vertrauen. Ja? Und wir beten es immer auch so in diesem apostolischen Glaubensbekenntnis. Ja? Es ist ja das katholische und das evangelische Glaubensbekenntnis. Ja? Es ist gleich. Ja, es könnte auch, ich sage immer, evangelisch, das ist aber nicht so entscheidend. Wichtig ist es, dass wir glauben, dass wir daran glauben. Ja, vielleicht können wir es mal zusammen beten. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben, begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes und am 3. Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden und Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Ja, wenn wir das von Herzen beten, ja, dann kommt auch Glaube in unser Herz, ja. Genau das ist das, was die Bibel uns aufzeigt, ja. Sie spricht von dem Tod Jesu, sie spricht von der Grablegung, sie spricht von der, ja, dass er aufgefahren ist und vorher noch hinabgestiegen ist in das Reich des Todes. Und im Reich des Todes hat er auch seinen Sieg verkündigt auf Golgatha. Ja, am 3. Tage auferstanden und sie berichtet von dieser Himmelfahrt, von diesem Vatertag, ja. Und das ist so schön, wenn wir das auch verinnerlichen und wenn wir das wirklich glauben, von ganzem Herzen. Mein zweiter und letzter Gedanke ist, Gottes Kinder dürfen Abba Vater rufen. Ist es dir schon bewusst, welches Vorrecht es ist, Abba, lieber Vater rufen zu dürfen? Dieses Abba, lieber Vater ist eine Liebkosungsform, ja? Eine Liebkosungsform, die eine Liebesbeziehung zum himmlischen Vater darstellt. Ein Ort der Geborgenheit, ein Ort der Sicherheit, ein Ort, wo ich einfach auftanken kann. Paulus sagt es den Galatern, ja, in Galater 4, 6 und 7, weil ihr aber Söhne seid, weil ihr aber Töchter seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes, ja, der ist der dreieinige Gott schon in einem Vers drin, ja, weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott der Vater den Geist seines Sohnes, Jesus Christus, ja, den Heiligen Geist, ja, in unsere Herzen. Das ist so wichtig, dass wir jetzt immer wieder vom Herzen her auftanken lassen von der Liebe des Vaters. Und diese Liebe in uns, der da ruft, Abba Vater, mein liebender Papa. Also bist du nicht mehr Sklave oder Knecht, sondern Sohn, so auch Erbe durch Gott. Versucht es immer darzustellen mit einer Krone, sieht ein bisschen so aus wie da die Könige und Kaiser früher, aber ist eigentlich so ein bisschen den Wert herausgestellt. Wir sind herausgerufen als Erben mit Jesus. Er ist der Erstgeborene unter allen Brüdern.
ja, Erbe mit Jesus zu sein und das Vorrecht zu haben, Abba, lieber Vater, zu rufen. Das ist eine Königsstellung. Das ist eine Stellung eines Königskinds. Und wenn Jesus alle Reiche übergeben werden, er ging ja heim, um alle Herrschaft anzutreten. Ja? Und wenn wir an diesem Erbe teilhaben können, das ist unbegreiflich und ist noch nicht mal mit einer Königschaft dieser Erde zu vergleichen. Es ist viel höher, denn es ist eine geistliche Sache. Genauso lesen wir es auch im Römerbrief. Diese Liebe zum Vater, ja? Wenn Jesus uns ja sagt, das wichtigste Gebot ist, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzem Willen, mit ganzem Verstand und all deiner Kraft und dadurch deinen Nächsten wie dich selbst. Dann brauchen wir diese Vaterliebe, weil ansonsten können wir uns selbst nicht richtig lieben und können unseren Nächsten nicht richtig lieben, ja? Und wir können den Vater nicht richtig lieben, ja? Und darum ist es so wichtig, dass wir uns füllen lassen. Diese markante Bibelstelle aus Römer 8, 14, 15 sagt uns so viel aus über eine Liebesbeziehung zum Vater und auch die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Alle, die sich vom Geist Gottes oder von Gottes Geist regieren lassen, sind Kinder Gottes. Also wann werde ich ein Kind Gottes, wenn ich auf die Welt komme? Nein. Erst wenn ich den Heiligen Geist in meinem Leben regieren lasse. Wenn ich ihm die Herrschaft meines Lebens übergebe. Das geschieht, wenn ich Jesus in mein Herz aufnehme. Die haben die Macht, dieses Exousia, Gottes Kinder zu werden. Johannes 1, Vers 12. Und dann zieht der Heilige Geist ein. Und dann liegt es noch immer an mir, ob ich ihn regieren lasse. Die Luther-Übersetzung sagt, die der Geist Gottes treibt, das sind Gottes Kinder. Ja, andere Übersetzungen sagen, die sich vom Geist Gottes anleiten lassen, das sind Gottes Kinder. Und da darf der Geist Gottes uns regieren. Das heißt auch nicht, dass ich mehr selbst die Herrschaft habe, sondern ich gebe dem Geist Gottes die Herrschaft. Denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei. Ihr führt euch nicht in eine neue Knechtschaft. Ja? Wir sind frei geworden. Marco hat auch eben gesagt, ja? Wir sind berufen in den Geist der Freiheit. Wenn Christus frei macht, der ist recht frei. Ja? In eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsstet. Er hat euch vielmehr zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, aber lieber Vater, aber lieber Vater. Ja, ich komme nicht mehr nur als Knecht. Natürlich will ich auch sein Knecht sein, will das ausführen, was er mir auflegt. Ja, ich will das ausführen auch als Knecht. Ja, will mich gebrauchen lassen vom Geist Gottes, der mich regieren, leiten und lenken darf. Ja, hoffentlich gibst du ihm auch diese Herrschaft. Und dann darfst du aber Vater rufen. Mein lieber Papa im Himmel, der mich so liebt und der mich so segnet. Der Vater nimmt dir die Angst. Ja? Die Liebe treibt die Angst aus, heißt es im 1. Johannesbrief. Die Liebe treibt die Angst aus. Und je mehr die Liebe zum himmlischen Vater wächst in dir, umso weniger brauchst du dich zu ängstigen. Weil du kannst auch nicht tiefer fallen wie in Gottes Hand. Ja, gestern haben wir so diese verfolgte Christen geschauen, diesen Open Doors Tag war gestern im Bibel TV gestern Abend, hab noch lange geguckt, auch danach waren Filme wie Menschen, Christen im Gefängnis Gott erlebt und Gott transportiert haben, ja, auch in Russland, ja, wirklich tiefe Verfolgung, wurden da gefoltert, gequält, aber der eine, der hat immer Gott gelobt und hat gesungen in seiner Zelle. Und wie er nochmal richtig geknüppelt wurde, hat er ganz am Schluss dann, ja, hat das ganze Gefängnis, über 1000 Schwerverbrecher und Gefangene haben Gott gelobt. Und das war so wunderbar. Vielleicht hat es einer von euch gesehen gestern. Ja, es war spät, so gegen 12 Uhr kam es. Habe ich gedacht, Herrlichkeit. Ein Mensch ist bereit, sich zu opfern,
und Gott zu loben, egal wie die Umstände sind. Ja, wie Saulus und Paulus und Silas im Gefängnis. Gott dennoch zu loben über den Umständen, über der Folter, über der Misshandlung. Gott dennoch zu loben. Er macht dir Mut und er hilft dir. Er ist da. Gott ist so gut. Ich darf ihn Vater nennen. Das ist so ein Vorrecht und darum sollen wir es viel mehr auch tun. Ja? Jesaja 41 sagt uns ja, denn ich bin der Herr, dein Gott. Ich nehme dich an der rechten Hand und sage, hab keine Angst, ich helfe dir. Ja? Wenn du dir bewusst bist, der himmlische Vater hält dich bei seiner rechten Hand. Ja? Jesus sagt, und niemand kann dich aus meiner Hand reißen, außer du selbst. Ja? Du kannst dich lossagen von Gott, aber Gott wird dich niemals loslassen. Er wird dich nicht verlassen. Er hält zu dir. Er steht zu seinem Bund. Und er wird dich niemals loslassen, wie dieses Kind, das da am Meer mit seinem Vater geht. Und diese Liebe steht über uns. Dieses Kreuz ist ein dickes Ich liebe dich. Es ist ein dickes Ich liebe dich. Und das dürfen wir erkennen. Ich bin geliebt von Gott. Unsere Position, die wir in Christus haben, ist VIP, ja, very important person, ja. Du bist eine wichtige Person, du bist geliebt von Gott, du bist Erbe mit dem Sohn, ja. Und dafür braucht man erleuchtete Augen des Herzens, damit man diese Stellung ergreifen kann, verstehen kann, für sich persönlich nehmen zu können. Wir müssen um diese Liebe des Vaters wissen. Ja, und je mehr du die Bibel liest und studierst, umso mehr begreifst du die Liebe des Vaters. Die Liebe des Vaters steht auch über dem Evangelium. Ja? Denn es heißt in Johannes 3,16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Eingeborenen, sein Bestes, sein Liebstes, seinen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Jesus ist der Retter, Jesus ist der Heiland und wir dürfen diesen Rettungsring Jesus Christus den Menschen zuwerfen. Das war mir so eine große Sache, als ich in dieser Vision die Rettungsringe überall am Deck des Schiffes sah, in diesem bewussten Traum. Kinder und viele haben geholfen, die Rettungsringe auszuwerfen zu den Schiffsbrüchigen, zu denen, die um Meer schwammen und Rettung suchten. Ja, wir warfen die Rettungsringe einfach den Menschen zu. In dieser Vision hat Gott mir einfach gezeigt, dafür sind wir da als Gemeinde. Wir müssen Menschen die Rettungsringe zuwerfen. Wir müssen ihnen die Rettung Jesu bewusst machen. Wir müssen es ihnen erklären. Sie denken, sie haben Religion, sie haben Kommunion, Konfirmation, sie haben eine christliche Taufe, eine Babytaufe und dann hat sich's. Ja? Dann hoffe ich, dass der Pastor mir am Schluss meines Lebens noch die Seele gibt und mich beerdigt und dann komme ich hoffentlich an. Das ist so ein Trugschluss. Ich brauche eine Beziehung zum liebenden Vater. Jesus muss mein Herr werden. Und dann kann ich dem Tod ins Auge lächeln. Wie es in Vers 17 heißt, Johannes 3,17. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Sein erstes Kommen kam er als Retter in der Krippe zu Bethlehem bis hin zum Kreuz. Er rettete die Menschen, er schaffte uns einen Weg zum Vater zurück. Aber wenn er jetzt wiederkommt, so wie er in den Himmel auffahren gesehen hat, so wird er wiederkommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Dann kommt er als Richter. Wenn du Jesus vorher nicht als Retter gehabt hast, dann wirst du ihn als Richter haben. Und dann ist es nicht angenehm, ja? Wenn er sagt, ich kenne dich nicht, dann ist das das Schlimmste, was es gibt. Ein Bild der Bibel zeigt uns das Vaterherz Gottes im ganz Besonderen. Ja? Und das ist dieses Bild, wo Abraham von Gott den Befehl bekam, seinen Sohn Isaak zu opfern. Das war eine ganz, ganz, ganz krasse Sache. Ja? Dieser Abraham, ja, er hat da zwischen Euphrat und Tigris da gelebt, hat einfach von Gott den Befehl bekommen, verlass deine Heimat und gehe in das Land, das ich dir zeige. Ja? Er war damals schon 70 Jahre alt, aber er vertraute Gott.
Ja, das ist gewaltig, mit 70 Jahren etwas ganz Neues anzufangen. Boah, Mann, ey, Hut ab vor Abraham, der diesem Gehorsam leistete. Ja, 70, man weiß, mit 100 bekam er erst seinen Sohn, diesen verheißenen Isaak. Und dann ist er jetzt da, wo er sein Herz so drangehangen hatte, weil er hat sich an der Verheißung Gottes festgemacht. Und dann heißt es hier in 1. Mose 22, Vers 2. Und er sprach, nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak. Boah, Mann, ey. Und geh hin in das Land Moria und bringe ihn dort zum Brandopfer da, auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Gewaltig, ja? Boah, wenn ich das denke, wenn Gott mir jetzt den Befehl gäbe, soll meinen Sohn Samuel opfern, ja? Hab nur einen, ne? Und den noch zu opfern. Und ebenso war es dann im Abraham. Das wäre schrecklich. Boah, Mann, ey. Ich weiß nicht, ob ich den Gehorsam eines Abraham hätte, der bereit war, der ihn auf den Berg brachte und ihm sogar noch das Holz schleppen ließ, wenn man die Filme sieht, ja? Und er legte das Holz und legte den Jungen drauf. Und dann hat Gott seinen Stopp gesprochen. Er hat das Herz Abraham individuell geprüft. Ich weiß nicht, ob er diese Prüfung an uns so vollziehen könnte, ja? Aber Abraham war sein Freund und er gehorchte Gott mehr. Deswegen ist er auch so ein großer Held des Glaubens, Vater Abraham. Und als er wirklich bereit war, ihn zu opfern, den Dolch in ihn hineinzustechen, sagte Gott, stopp. Ja, opfere ihn nicht. Ich habe für das Opfer gesorgt. Da ist ein Lamm oder ein Bock, opfere ihn. Ja, er wollte das Herz Abrahams prüfen. Aber diese Situation zeigt uns, wenn wir in das Herz Abrahams sehen, als er seinen Sohn Isaak, den er so sehr liebte, opfern sollte, können wir parallel einen Blick zum Vaterherzen Gottes richten. Seine Liebe ist so stark, dass er seinen Sohn für uns gab. Er gab seinen Sohn. Abraham musste im Endeffekt nicht opfern, aber der Vater war bereit, sein Bestes, seinen eingeborenen Sohn zu geben. Als Jesus am Kreuz starb, war auch das Vaterherz Gottes mit Schmerz erfüllt. Glaubt ihr das? Ja, dass er wirklich mitgelitten hat, als Jesus da am Kreuz hing, ja, und diese Last auf sich nahm. Da war ein Schmerz in dem Vaterherzen Gottes. Ich glaube, es war auch schon ein Schmerz in dem Vaterherzen Gottes, als er ihn auf diese Erde gesandt hat, um diese Erde zu retten. Das ist die Liebe des Vaters. Und so dürfen wir den Vater erkennen und ihn auch lieben lernen, immer mehr. Die Liebe Gottes ist die einzige Kraft, die Verletzung, Wut, Verachtung, Hass und Rachegefühl in eine Haltung des Vergebens und Segnens verwandeln kann. Es ist diese Liebe Gottes. Wenn die Liebe nicht in die Herzen einzieht, dann werden sie immer Vergeltungsgedanken haben. Da ist immer Hass, wie jetzt auch die Hamas. Die haben so einen Hass. Schlimm genug, dass hier in Deutschland jetzt auch hier diese radikalen Islamisten so auf die Straße gehen und Hassparolen gegen Israel verkündigen auf unseren Straßen, in unseren Städten. Finde ich schrecklich. Das hatten wir mal zu Hitlers Zeiten. Jetzt haben wir es schon wieder. Hassparolen. Ja, und oftmals wird das noch geduldet und wird gar nicht richtig eingedämmt. Schrecklich. Immer dieser Hass gegen das Volk, wenn man so sieht, wie klein Israel ist im Vergleich zu den Ländern, die rundherum liegen. Ich habe euch die Woche so eine Grafik geschickt, ja, bei WhatsApp. Ja. Das ist so ein kleiner Fleck, das Israel. Und rundherum die Araber, das arabische Volk, hat so einen Hass gegen Israel und wollen sie vernichten. Ja. Das ist so, ja, da muss doch der Teufel dahinter stehen. Ja. Der Fürst dieser Welt. Also wenn dieser Hass weggehen muss, dann muss die Liebe Gottes einziehen. Rachegefühle in eine Haltung des Vergebens und Segnens verwandeln. Ja? Das ist so wichtig. Und darum sollen wir auch widerspiegeln die Herrlichkeit Gottes.
wir als Christen rufen sie auf. Ich habe es uns letzten Sonntag im Berg gesagt. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Und Gott ermahnt durch uns. Lasst euch doch bitte versöhnen mit Gott. Wir spiegeln die Herrlichkeit Gottes. Das ist unsere Aufgabe. Es steht hier in 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle aber stehen mit unverhülltem Gesicht vor Gott. Wir erkennen, wir haben erleuchtete Augen des Herzens und spiegeln seine Herrlichkeit wider. Ja? Wenn sie dich sehen, spiegelt das die Herrlichkeit Gottes wider. Wie Moses von dem Berg herabkam, er war hell erleuchtet. Er spiegelt die Herrlichkeit Gottes wider. In der Gegenwart Gottes hat er sich Herrlichkeit abgeholt. Und so können wir uns auch Herrlichkeit in der Gegenwart Gottes abholen. Der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Mach dir diesen Bibelvers mal bewusst. Wir sind dazu aufgerufen, in das Bild Jesu verwandelt zu werden. Ja? Diese Metamorphose wie die Raupe zum Schmetterling. Ja? Habe ich euch auch geschickt die Tage, ja, oder heute schon, ja. Diese Metamorphose soll stattfinden. Die Raupe ist noch nicht schön, aber dann wird ein schöner Schmetterling daraus. Und so sind Christen, die Jesus nachfolgen, werden auf dem Weg in der Nachfolge Jesus ähnlicher. Das ist deine Bestimmung, das ist deine Aufgabe, das anzustreben und immer mehr Anteil haben an der Herrlichkeit Gottes, ja. Das Vaterunser ist uns auch eine Gebetshilfe. Ja? Herr, lehre uns beten. Und Jesus gibt den Seinen das Beispiel des Vaterunsers. Interessant. Und wenn wir das von Herzen beten, von Herzen, das ist nur eine Anleitung, wie du beten kannst. Ja? Das ist auch nicht ein Plappern wie die Heiden. Wir sollen ins Kämmerlein gehen, sollen uns abschotten und sollen dann Gemeinschaft mit dem Vater haben. Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Da geht es mal nur um den himmlischen Vater. Da geht es nicht um mich. Mir, Herr, segne diese vier. Da geht es mal nur um die Größe des Vaters, ihn anzubeten, ihn groß zu machen, ihn zu verherrlichen, ihm Dank zu sagen von ganzem Herzen, ihn wirklich zu loben und zu preisen. Und dann geht es erst um die Anliegen, die wir so haben. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schulden, wie wir, oder unsere Schuld, wie wir auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Erlöse uns von dem Bösen. Lass uns das Böse nicht mehr tun. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen, ja. Das ist so diese Gebetshilfe, die Gott uns gibt. Und danach dem Vaterunser kommt er wieder auf die Vergebung zu sprechen. Das ist so interessant, dass er diesen Nagel noch mal tiefer schlägt. Denn so ihr den Menschen ihre Fehler vergebet, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Aber wenn ihr den Menschen nicht vergeben, die schuldig an euch geworden sind, dann kann der himmlische Vater euch auch nicht vergeben. Das ist eine starke Sache, wenn wir dann vergeben können, wenn wir uns die Liebe des Vaters aneignen. Nur so können wir loslassen, um neu durchzustarten, wenn wir vergeben, wirklich vergeben. Und dann lassen wir uns jeden Tag auftanken an dem großen Vaterherzen. Ja? Wir haben die kleinen Herzen, ja? Und wir werden von dem großen Vaterherzen aufgetankt. Ja? Ich sage immer, unser Auto fahren wir nicht leer. Ja? Da gehen wir auf die Tankstelle, wenn die Nadel fällt. Aber wir laufen oft mit einem leeren Herzen an Liebe. Und lass uns nicht genug Liebe schenken vom himmlischen Vater. Und darum geh hin, ja, bete zu deinem Vater. Tu es, wie Jesus es tat. Am Anfang des Tages bete zum Vater. Lass dein Herz füllen, ja. Wort und Geist laufen zusammen. Wenn ich das Wort lese, dann habe ich Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist und ich bekomme die Vaterliebe in mein Herz.
so wie es in Römer 5, Vers 5 heißt. Die Liebe Gottes ist ausgegossen oder wird ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und zum Schluss dieser Segen. Es gibt einen priesterlichen Segen, der steht im letzten Vers des 2. Korintherbriefes 13,13. Dort wird uns nochmal diese Liebe des Vaters aufgezeigt. Ja? Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, was er am Kreuz getan hat, und die Liebe Gottes, die Liebe des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Ja? Also Gnade durch Jesus, du hast sein Kreuz persönlich angenommen, sein Blut ist für dich geflossen. Und jetzt kannst du zum Vater kommen und kannst, aber lieber Vater, rufen. Und du kannst dein Herz füllen lassen vom Vater. Und du hast Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Du lässt dich vom Heiligen Geist erfüllen. In diesem Sinne, lass uns aufstehen. Nochmal ein Fazit dieser Botschaft. Wie bekommen wir eine Liebesbeziehung zum Vater? Also ein erster Tipp und ein Ratschlag: Lernen wir von Jesus, wie er betete und uns den Vater vorstellt. Ja? Himmelfahrt war ein Heimgehen zu seinem Vater. Er hat Platz genommen zu Rechten des Vaters. Und er bereitet uns dort eine Wohnung. Ja? Und er betet, damit wir Glauben halten. Zweitens: Aber Vater zeigt uns diese herzliche Beziehung, die wir zum Vater pflegen und entwickeln dürfen. Je mehr du Gottes Wort liest, dir Jesu Worte zu Herzen nimmst, je mehr begreifst du den himmlischen Vater. Das ist eine Entdeckungsreise, da musst du dich auf den Weg begeben. Du musst Gott suchen, du kannst nicht Gottes Freund sein, wenn du sein Wort nicht kennst. Ja? Gott offenbart sich dir durch sein Wort und durch den Geist Gottes, der es dir lebendig macht. Und ich will noch einmal beten, dass diese Liebesbeziehung zum Vater in uns größer wird, breiter, tiefer. Paulus sagt, ich beuge meine Knie vor dem Vater, der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt. Ja, damit wir die Größe, Breite und Tiefe seiner Liebe begreifen. Ja, darum segne dich der allmächtige Gott. Vater, wir danken dir so, dass du uns deine Liebe aufzeigst in deinem Wort. Als Jesus am Kreuz starb, hast du mitgelitten. Du hast es einfach fast auch nicht ausgehalten. So kann ich mir vorstellen, als Jesus sagte, Vater, Vater, warum hast du mich verlassen? Als die ganze Sünde der Welt auf ihm lag. Vater, wir danken dir, dass du dir uns deinen eingeborenen Sohn Jesus Christus gesandt hast, damit wir auch da Abba rufen dürfen. Abba, lieber Vater, mein Papa im Himmel, du segnest mich, du segnest uns, du segnest unsere Gemeinde, du segnest unsere Mitmenschen, du segnest alle Menschen. Denn dieses Opfer galt ein für allemal, das auf Golgatha erwirkt wurde. Jesu Blut ist für unsere Sündenschuld geflossen. Und wir dürfen daraus leben und wir dürfen dieses Aber rufen und dürfen mit dir Gemeinschaft haben durch den Heiligen Geist. So segne euch der mächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. In Jesu Namen. Amen. Amen.